Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von KSV Zocker Dude. Heute geht es gegen die Bayern aus München. Lieber Taldo, du hast uns kontaktiert, weil du ein Problem hast. Schildere also, uns dieses Problem. Ich bin der Philipp Lahm. Und mein Problem ist, ich komme nicht aus dem Stimmbuch raus. Was kann ich da machen? Das kann ich verstehen. Leider kann ich dir dabei nicht helfen. Was soll ich denn sonst machen? Und jetzt spiel Olli hier! Ja. So, heute geht's gegen die Bayern. Wir wollen sie knacken. Beim Kacken. Aha. Oh, komm jetzt! Aber knapp. Der Gomez hat wieder Haare geschnitten. War gar nicht mal so gut. Heimspiel quasi, ne? In der Allianz Arena. So, hier klappt das ja nicht mit dem Dude-Trick. Hä? Hier, es klappt irgendwie nicht mehr seit der neuen Saison mit dem Dude-Trick. Der kommt nicht mehr an. Ach so. Patch. Ich weiß es nicht, nee. Das ist ja nur marginal. Wahrscheinlich hat Konami unsere Let's Plays verfolgt. Dann können sie es mal wie bezahlen dafür. Und haben gesehen, oh, da haben wir wohl einen Fehler eingebaut. An allen vorbei. Auch sehr krass, wie weit die mal nach außen fliegen, die Bälle. Ja, wie schnell ist er denn aufgestanden? Zauber. Groß in der Mitte. Super. Er macht immer so heftigen Abschlag. Ne? Das ist der Wiese. Heftiger Abschlag. 12 Minuten. Benzi von hier. Nach Heathrow. Brauchen Sie schon 10 Minuten, um Ihre Bockwurst zu bezahlen. Oh nein, ihr wieder allein gelassen. Oh, da kommt wieder die Angammlung unserer eigenen Teammitglieder. Ja, da war ich diagonal. Nimm Alaba doch jetzt mal mit. Oh. Ich konnte weder annehmen, noch schießen, noch abbrechen. Ah! Nein! Oh. Ich dachte, ich wollte ihn ausweichen, oder war ich schon vorbei? Ah. Komm wieder her! Oh ja, das ist eine gute Position. Oh, schade, war gut. Da kriegt schon noch, ne? War gar nicht so. Oh, war schon auf der rechten Seite ein bisschen zu hoch. Ah, so eine R1-Annahme. Ja, mach ich immer. Ah, taktisches Foul. Ich lauf immer genau hinterher. Immer dann. Super. Jetzt holen! War ein X-Pass?
Ach. Ich hatte es gerochen, aber... Ja, wir können vom Glück reden, dass es eben noch 0-0 steht. Durch die ganzen Chancen. Oh, reingefetzt von Toni. Aber nicht Luca Toni. Eine Sekunde habe ich da zu lang, oder eine kurze Sekunde zu lange gewartet. Ich hätte weiter runtergehen müssen. Da hatte ich meinen Mann. Der ist da irgendwie weggelaufen. Wo kann Dambo sich freispielen? Das bist du. Aus Versehen, ich wollte eigentlich was anderes und dann habe ich plötzlich den Knopf nochmal gedrückt. Durch Ecken auch lange nichts mehr passiert, so, ne? Das Erden hier. Den Afro kenne ich gar nicht. Nazareno. Ja, da war Diablo wirklich evil. Give me the evil look. Oh. Wow. Das hat der, die das Muchti eigentlich gerochen, aber... Alaba. Da kommen sie an mir vorbei! Boah! Toni Kroos macht hier ein ganz großes Spiel. Ja, als ich Hansi versucht habe rauszuholen, hat er ganz komisch einen Laufweg gesucht. Irgendwie kommt er nicht mehr an, ne? Nee. Ja, 1 zu 0. Ja, zu 0. Boah. Jo, Frank. Wie wechsle ich noch meinen Schützen? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Bitte wählen, so war das. Dann möchte ich doch eigentlich gerne einen Linksfuß haben. Da, wo Franz, glaube ich. Da wackelt sein Kamm. Gucken, ob das klappt. Ich versuche ihn da so ein bisschen reinzuspielen. Nein! Mist. Chance nicht gut genutzt. Wir sind hier zu fünft. In Überzahl. Und Ribéry macht uns alle nass. Oh, nein. Krasses Ding, ey. 5-1 klappt nicht. Ribéry spielt erstmal die ganze Mannschaft. Eigentlich hat er nichts gemacht. Er hat nur rumgewartet. Wir haben versucht, an ihn ranzukommen. Fliegen natürlich vorbei. Und hat einen einfachen Pass gespielt. Bing, Tor. Ging gar nicht. Ja, also. Unglaublich. Nein! Dante, haben die? Mhm. Haben sie auch von Gladbach. War auch im Pokalspiel, haben sie auch gesagt. Hat extra verschossen, den Elfmeterschießen. Nein! Ja, jetzt sieht's so aus, als würden die uns fertig machen. Oder wir uns, oder wer, wen auch immer. Nein, zu weit!
Nein! Nein! Oh. Gib's doch nicht! Schmeißt er sich dahin! Ach Mann! Oh. Lazarenko hier der neue Superstar oder was? Wieso schießen sie den immer ins Aus? Kann die nicht mehr ins Feld reinschießen? Retten tun sie immer geschrieben. So, ne? Gerettet! Meine Bakterien, meine Keime. Also du auch gehen, gell? Auch schon wieder, ich hab wieder gerettet. Ich will da außen nicht gehen. Da verliere ich sofort den Ball. Da kommt in meinen Gegner, bing, weg. Kann er nicht an den vorbeitanken. Ah. Komm erst von außen. Mann! Meine Güte, ey, Gomez war so frei. Das gibt's doch nicht. Die können sich dann von hinten da so durchschieben. Plötzlich, er ist 8 Kilometer entfernt und die ganze Verteidigung schläft. Guckt genau zu, wie da zwei Leute einfach durchkommen. Bleib einfach stehen, ne? Was machen die denn da hinten nicht? So, jetzt aber. Nein! Boah, fast. Ja. Komm, Groß schießt gleich selbst von da. Alter Schwede. The Fluch of the Pass. No, Pascal! Lass er sich schon vernaschen. Ja, gibt auch keine Rempler-Attacke, ne? So richtig. Kann höchstens den Gegner zustellen, aber da sind die einfach zu gut. Wollt man echt hier wie diese. Angammeln. Angammeln. Noch. Ja, wir müssen ja bald nur noch Tore der Woche von Bayern zeigen. Die Bayern hier, Schweini. Ja, schießt er sich aus der Krise? Ich glaube, da hat er noch keine. Das war aber klar, also da stand, das ist natürlich auch. Da sind wir auch gar nicht in der Wiederholung. Guck mal, so leck. Auch schön gerettet. Schöne Vorlage von Zappen. Da sieht man, wie er angelaufen kommt. Und da gucken sie alle nur noch. Schön. Gut gemacht. Sieht nach einem klaren Sieg aus für Bayern. Ich glaube auch. Oh. Die gemeine Grätsche mal wieder. Eine neue Option, so weit ins Mittelfeld. Eine neue Option. Oh, ey, er hat Vorteil gelten lassen. Mist. Wäre ein Elfer gewesen.
Einwurf. Latte. Und Tor. War irgendwie klar, ne? So ein bisschen? War offensichtlich. Huh. So. 3 Minuten noch. Dann ist die Qual der Wahl vorbei. Vorbei. Muss auch mal eine Klatsche haben, ne? War das besser eine richtige Klatsche als knapp verlieren? Dann machen wir jetzt noch 2 Tore. Gesicht. Nein, 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 nein! Ja, ich habe ihn da so ganz am Ende gekriegt. Oh, schade. Ja, so ein schönes 3:0. Bayern sichert sich damit die Tabellenspitze und wir hoffen, dass wir nicht weiter abrutschen. Oh, Dortmund hätte unentschieden gespielt. Mann. Naja, so bleibt es zumindest noch alles ein bisschen offen. Auch die TSG und Wolfsburg. Noch nah dran. Schönes 3:0. Was haben Sie mit einem einfachen Sieg gerechnet? Klar, weil wir viel zu gut sind. Also gegen Bayern rechnet man immer mit einem einfachen Sieg. Ja, eigentlich jetzt Ergebnis andersrum stehen müssen. Eigentlich hätte es 8:0 stehen müssen am Ende, ja, das stimmt. Tapferer Köln verliert, trotz großen Kampf. Dambo hat die besten Bewertungen. Total, die meisten Vorlagen. Die Form von Bendix ist klasse. Eigentlich ist unser Team doch richtig gut. Nur wir nicht. Trotzdem sitzt das Problem vor dem Controller. Oder hinter. Ja, dem, wie man sieht, ne? Über. Zwischendurch. Ja, nächstes Spiel gegen Hannover 96. Da ist auch wieder was drin, ne? Und ich weiß gar nicht, stehen die vor uns, stehen die hinter uns? Keine Ahnung, sehen wir beim nächsten Mal. Sehen wir beim nächsten Mal. Ja. Sapai ist guter Dinge, gegen Bayern darf man auch mal verlieren, vielleicht nicht unbedingt in der Höhe, aber... Na, eigentlich ja. Hätte man 3:0 gewinnen müssen, ne? Das Ergebnis spiegelt ja auch nicht so ganz das Spiel wieder. Nee, wir waren eigentlich sowieso die Besten. Oder auch nicht. Wir waren eigentlich ja, nicht so schlecht, wir hatten unsere Chancen. Ja, wir waren voll die Hammer-Tore bei von Bayern, ne? Chancen. Naja, was soll's. Wir vergessen das jetzt mal und sehen uns dann wieder gegen Hannover. Tschüss. Tschüss.